Die Hiobsbotschaft für Frankfurt kam direkt aus der Nachbarschaft, vom Deutschen Fußballbund. Eintrachts Stammkeeper Kevin Trapp hat sich die Mittelhand gebrochen. Kurios, nicht bei einem wilden Zweikampf, sondern bei einem an sich harmlosen Werbedreh mit der U21-Nationalmannschaft. Details zu dem Unglück nannten Verein und Verband bisher nicht. Wir sind auch geschockt gewesen heute Morgen, als wir das erfahren haben. Und Oliver Bierhoff hat kurz mit ihm gesprochen. Es tut uns wahnsinnig leid für ihn, wünscht natürlich hier auf diesem Wege schnelle Genesung. Er hat wirklich eine tolle Saison bis heute gespielt oder bis am Samstag oder Sonntag gespielt. Also von daher ist es auch für Frankfurt ein herber Verlust, weil er einfach der Mannschaft auch den Rückhalt gegeben hat. Und wir hoffen, dass er bald wieder im Tor ist. Wie bitter für Frankfurt. Trapp hat maßgeblichen Anteil an der starken Saison der Eintracht. Der Kicker führt ihn sogar als derzeit besten Bundesliga-Torhüter auf. Bundestrainer Joachim Löw bescheinigte Trapp vergangene Woche eine überragende Form. Der Trapp von Frankfurt, der hätte also jede Menge überragender Spiele gemacht. Also jede Menge. Ja. Mario Götze kennt sich mit DFB-Werbedrehs bestens aus, aber so etwas hat er auch noch nicht erlebt. Ich habe ein paar Werbeaufnahmen gemacht, die waren allerdings nicht so gefährlich. Natürlich kann immer mal wieder was passieren, aber ich denke, dass es sollte im Vordergrund stehen, dass man gesund bleibt bei gerade solchen Terminen und der Sport im Vordergrund steht. Und ja, mir ist zum Glück noch nichts passiert. Für die ohnehin nicht gerade gut gelaunten Frankfurter kommt der Ausfall Trapps zur Unzeit. Womöglich fällt er bis Ende der Saison aus. Für ihn kehrt Oka Nikolov ins Tor zurück. Der wird übrigens im Mai 39 Jahre alt.